Hallo. Grüß dich, Alex. Alex, wir haben uns gestern kennengelernt. Genau, wir haben uns bei Instagram kennengelernt, haben mal geschrieben. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil ich jetzt schon seit längerem auf deine Videos gucke. Und dann hast du auch mal in Kassel ein Video gemacht. Und ja, deswegen hatte ich dich mal angeschrieben. Es lief folgendermaßen. Ich habe gesehen, du hast ganz viele Fotos geliked von mir und das war alles in einem Stück. Dann gucke ich, derjenige hat geliked, 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 geliked und alles dieselbe Person. Und dann gehe ich öfters mal auf die Person, auf dem Profil drauf. Du hast ein offenes Profil auf deinem Instagram und ich war positiv überrascht von den Bildern, die du machst. Du machst sehr schöne Bilder von verlassenen Objekten. Danke. Die haben mir unglaublich gefallen. Ich mache auch so solche ähnlichen Bilder, so habe ich auch so hobbymäßig, dass ich sowas fotografiere. Und das fand ich ganz schön, wie du das machst. Und dann habe ich auch noch gesehen, du hast zusätzlich noch einen YouTube-Kanal, Ja, genau. wo du die Videos von deinen Lost Place zeigst. Genau, richtig. Ja, das mache ich jetzt seit circa einem Jahr bin ich da jetzt dran. Also, dass ich jetzt die Videos mache, Lost Places besuche ich jetzt insgesamt seit circa, ja, sagen wir mal, 4, 5 Jahre vielleicht. Und ja, auf jeden Fall bin ich halt auch immer am Gucken, dass man irgendwie interessante Orte findet. Zum Beispiel heute sind wir hier in so einem verlassenen Häuschen, wo früher mal ein Bäckermeister drinne gewohnt hat. Da gibt es auch noch einen Meisterbrief unten im Keller und sowas und eine alte Backstube. Also das ist auf jeden Fall auch immer recht interessant, sowas. Und da dachte ich mir halt, irgendwann fange ich einfach mal mit den Videos an bei YouTube und ja. Wie kamst du auf diese Idee, dein erstes Objekt? Das erste Objekt, das ist gewesen eine alte Arztvilla war das gewesen, genau. Ich musste gerade überlegen, das war eine alte Arztvilla gewesen. Und ja, ich hatte halt viele, viele Bilder davon schon gesehen und fand es halt auch richtig interessant, weil es auch mal einen Zeitungsbeitrag sogar darüber gab. Und ja, dann habe ich mir gedacht, ich schaue mir das Ganze auf jeden Fall mal so vor Ort an, weil ich das auch immer halt interessant fand, schon immer so verlassene Häuser. Habe dann einfach auch mal ein paar Fotos gemacht, für mich erstmal privat und dann habe ich dann irgendwann auch mit Instagram angefangen, da ein paar Bilder hochgeladen und dann kam das Ganze dann auch ins Rollen. Und ja, jetzt mache ich auch die Videos, wie gesagt, seit einem Jahr. Was ist dein Lieblingsobjekt, was dich sehr überrascht hat? Ja, mein Lieblingsobjekt, also was mich am meisten fasziniert hat, war ein altes Kurhaus war das gewesen. Da gab es auch noch ein Theater drinne und da war halt das Überraschende, dass sogar auch noch der Strom und alles funktioniert hatte. Also da haben wir nicht schlecht gestaunt, weil wir kamen halt rein und haben ge gehört, dass halt noch der Stromkasten gebrummt hatte. Und wir haben geschaut, ja, vielleicht kann man irgendwie noch das Licht anmachen. Dann standen wir im alten Theater und haben dann ein bisschen an der alten Sicherung darum gedrückt und auf einmal ging da wirklich im ganzen Theater dann noch das Licht an und so und die alten Scheinwerfer, das war wirklich richtig krass gewesen und wie gesagt auch richtig prunkvoll noch mit diesen alten Goldgeländern und sowas, das sah wirklich richtig schön aus. Ja, und dann ist halt leider mittlerweile wurde dort auch schon diverse Male eingebrochen und ja, Edelmetalle dort entwendet und ja, Kabeldiebe halt, ne? Und das ist halt immer der Nachteil dann daran, wenn solche Orte dann zum Beispiel mal in den Umlauf kommen oder so, ne? Und dann irgendwelche anderen Leute dann dahin gehen oder diese Orte weitergeben und dann ja, bleiben die leider nicht mehr so geschützt, ne? Das ist immer das Problem. Wie kommst du an die Orte ran, an die Adressen? Also viele Orte suche ich teilweise auch selber. Da bin ich bei Google Earth oder so unterwegs auch zum Beispiel und gucke mal in der Umgebung, ob es irgendwie gerade in irgendwelchen Dörfern, bisschen am Rand der Dörfer sind meistens auch verlassene Häuser. Also da gucke ich auch manchmal einfach so und wenn ich da irgendwas finde, speichere ich mir das ab auf Google Maps und wenn ich dann irgendwann mal ein paar Orte zusammen habe, fahre ich die alle mal nacheinander ab und dann schaue ich mal. Aber da sieht man ja meistens nur den Dach.
Und du zoomst, da kannst du nicht wirklich erkennen und die Bilder sind ja teilweise auch noch sehr alt. Genau, ja, da ist zum Beispiel jetzt, wie wo wir jetzt gerade hier sind, hat man zum Beispiel, sieht man von oben bei Google Maps nur nur ein bisschen die Bäume drumrum und dann guckt halt so ein bisschen noch so ein Dach raus. Und da wird man dann halt so aufmerksam und denkt sich, ja, da kann man noch mal gucken. Ne? Kann ja sein, dass da vielleicht irgendwie, wenn da sich keiner mehr um das Grundstück kümmert oder so, dass man dort mal gucken kann. Weil das Vielleicht ist alles ja ein zugewachsen Lost ist. Place. Ja. Und wie sich rausgestellt hat, ist ja wirklich auch eine schöne Location hier. Und deswegen dachte ich mir, mache ich da auch mal ein Video und alles. Bist du auch irgendwie auch in Forums unterwegs, wo bestimmte Leute Nee, da halte ich mich aber auch extra von fern von solchen Foren oder auch bei Facebook. Da habe ich zwar auch eine Seite, aber ich benutze die nicht aktiv. Und das Ding ist, da gibt es halt auch so viele Gruppen, wo die Leute die Orte halt einfach reinposten, dass jeder Beliebige da einfach hingehen kann. Und ja, es kann halt auch jeder sehen, der in diesen Gruppen drin ist. Und man weiß halt nicht, was das für Leute sind, ne? Ob die sich auch da wirklich dran halten und da nichts kaputt machen, weil man sieht ja auch teilweise manchmal auch wie bei solchen Orten hier ganz normale Wohnhäuser, die wirklich noch schön sind, die dann am Ende dann leider angezündet werden, vielleicht sogar. ja sogar angezündet. Wir wollen ja auch zum Beispiel nachher schauen wir uns ja nochmal das Haus von einem Kannibalen an, da wollen wir ja nochmal hinfahren. Und zum Beispiel dort hat es auch vor einigen Jahren richtig heftig mal gebrannt und ja, das ist halt, wie gesagt, richtig schade, weil so ein Ort ist auch recht interessant. Und wenn man sich das alles mal anguckt, da liegen ja noch viele persönliche Dinge und einiges ist halt bei dem Brand dann auch leider kaputt gegangen. Und ja, kann man leider nichts machen. Hast du schon mal Probleme bekommen? Probleme gab es auch schon des Öfteren mal zum Beispiel. Hatten wir eine Overnight-Challenge, wollten wir machen. Also sprich, wir wollten übernachten bei einem alten Gefängnis, haben die Zellen da richtig bezogen mit Schlafsäcken und sowas noch und haben noch ein bisschen was zu essen und so und Snacks mitgenommen, einfach für eine Nacht mal. Und das Ding war, in dieser Nacht waren gerade noch eine Gruppe von Randalierern dort gewesen, die dann auch in den Kirchturm von diesem Gefängnis gegangen sind. Und haben dort dann die Glocke noch mitten in der Nacht geschlagen. Und ja, da kam dann natürlich die Polizei, hat auf dem Gelände dort rumgesucht, ne, nach den Leuten, die dort dann Krach gemacht haben. Ja, die sind dann abgehauen irgendwann. Und das Ding war, wir waren auch gerade unterwegs, wo die das gemacht haben, auf dem Gelände, haben uns ein bisschen umgeguckt, auch Fotos gemacht und sowas. Ja, und das Ende vom Spiel war dann, dass dann die Polizei im Innenhof stand und uns da halt aufgegriffen hat. Aber die waren auch relativ nett zu uns gewesen. Wir haben auch gesagt, wir machen nur Fotos, Fotografen halt und dass wir noch ein paar Videos auch machen. Ja, wir mussten dann leider die Bilder auch löschen, deswegen gibt es davon auch kein Video bei mir auf dem Kanal, aber ja, vielleicht fahre ich irgendwann anders ja nochmal hin. Warum musste man die Videos löschen? Ja, weil das ist ja noch also das Haus gehört halt noch jemanden und ja, die Polizei hat halt zu uns gesagt, dass, Was war also, denn dass ein altes wir, Gefängnis? Es war ja ein altes Gefängnis. genau richtig. Das war aber im Besitz von irgendjemanden, der, also, ich will jetzt nicht sagen, wo der wohnt, aber der ist halt vom Ausland und deswegen, die Polizei hat gesagt, davon soll halt nichts veröffentlicht werden oder wir sollen halt die Bilder bitte wegmachen und ja, im Grunde genommen gibt es davon eh schon genug, aber ja, wenn man da erwischt wird, dann hat man halt Pech gehabt, ne? Und das war an dem Abend halt, wie gesagt, auch wirklich eine doofe Situation gewesen, da dann halt noch die Randalierer dort gewesen sind. Das war halt wirklich echt schade. Schon oft Begegnungen mit Polizei gehabt? Dann gab es noch eine zweite Begegnung, da gab es dann sogar eine Anzeige. Und ja, da waren wir an einer Ortschaft gewesen. Da gab es eine alte Bauernvilla, war das gewesen. Und da war ich mit meiner Freundin und mit einem Kollegen von mir. Und ja, auf jeden Fall gab es dort ein altes Garagentor. Und das musste man nur ein bisschen zur Seite schieben. Und da gab es dann ein kleines Loch in der Wand. Und durch dieses Loch kam man halt in das Haus rein. Und der Besitzer hat dort einen versteckten Alarm irgendwo im Haus gehabt.
Wir waren 1,5 Stunden circa in dem Haus drinne, wo wir dann halt rauskamen wieder, haben alles wieder ordnungsgemäß dann auch zugemacht und alles auch dort gelassen. Ja, da stand dann der Besitzer dort, hat dann gesagt, ja, wir haben schon die Polizei verständigt und alles und ja, mussten halt warten, bis die Polizei kam. Ja, im Endeffekt wurde dann geguckt, ob wir irgendwelche Sachen aus dem Haus entwendet haben und der Hausbesitzer hat dann auch gesagt, wir haben nichts mitgenommen. Also er hat dann nochmal geguckt und wir hatten ja auch nichts in den Taschen oder so. Wir haben ja wirklich nur Bilder gemacht. Ist halt doof, dass wir dann erwischt wurden. Wir haben auch nicht bemerkt, dass irgendwie draußen jemand war oder so. Deswegen, ja. Und dann, wie gesagt, haben wir dann da eine Anzeige bekommen und ja, steht aber auch noch offen momentan. Schon seit längerem jetzt. Gehst du meistens alleine los? Alleine gehe ich auch oft los. Zum Beispiel, ja, war ich auch relativ am Anfang war ich oft alleine unterwegs, weil ich halt nicht so viele Leute jetzt hatte, die das Hobby auch betrieben haben, beziehungsweise habe ich halt noch nicht viele Leute gekannt, die da irgendwie groß mit zu tun haben. Das kam dann erst durch Instagram und alles. Und ja, jetzt bin ich halt, wie gesagt, als erstmal am Gucken, wie das so weiterläuft, jetzt auch mit YouTube und so. Ja. Ich werde in der Beschreibung deinen Kanal verlinken, darf ich? Ja, klar, gerne. Und hast du schon mal irgendwelche wertvolle Gegenstände gefunden? Ja, also definitiv, da gab es schon einiges, was schon hohen Wert hatte, denke ich mal. Porzellan gab es da, es gab auch schon alten Goldschmuck, den ich teilweise gefunden habe. Oder was gab es noch? Bei einer alten Bauernvilla war ich auch gewesen, da gab es alte Traktoren noch, also wirklich so richtige Oldtimer oder auch alte Mercedes, also ganz normales Auto. Ne? Ja, hab ich gesehen bei dir auf Fotos und Ja. auf YouTube. Ja, sowas zum Beispiel. Oder nachher ist mir auch noch eingefallen, bei dem Kannibalenhaus gibt es auch noch einen richtig schönen Oldtimer, der ist auch noch in richtig gutem Zustand. Also kann man sich auch noch mal angucken. Das ist wirklich ein richtiger Hingucker. Der glänzt auch noch richtig. Das ist. Fahrzeugbriefe liegen auch im Haus. Nee, das weiß ich nicht. Die sind wahrscheinlich schon weg, gehe ich mal von aus. Ja. Hast du schon mal was mitgenommen? Also, wenn ich ehrlich bin, ja, so eine Postkarte oder sowas habe ich mal aus einem Kurhotel mitgenommen oder ja, also wenn waren das meistens nur irgendwelche Postkarten oder sowas gewesen, ne? Aber sonst habe ich da nie irgendwelche Wertgegenstände oder so mitgenommen. Weil, wie gesagt, wenn jetzt jeder dorthin kommt und was mitnimmt, dann ist die Location auch irgendwann leer. Und wegen Goldschmuck, wenn du das jetzt nicht genommen hättest, nimmt ja ein anderer mit. Theoretisch ja, aber an den Orten, wo ich war, also ich mache das halt allgemein nicht, dass ich was mitnehme, aber ich bin halt auch so, wenn du zum Beispiel in eine Location reingehst und kommst halt raus und hast angenommen mal was in den Taschen und die Polizei erwischt dich dort, dann kriegst du halt wegen Hausfriedensbruch und noch wegen Diebstahl dann halt eine Anzeige und ja, ich sag mal so, also eine Anzeige brauche ich nicht und das würde ich auch nicht riskieren, jetzt irgendwie wegen einem Kettchen da oder irgendwas. Nee, so bin ich auch nicht. Also ich brauche das auch nicht. Ich bin, also wie gesagt, ich mag das Hobby echt gerne. Ich mache das wirklich auch sehr gerne mit den Videos und mich dann abends hinzusetzen und die dann noch zu schneiden, wenn man dann noch ein bisschen Musik drunter legt und alles und dann so im Endeffekt so das Endprodukt sieht, das ist Ja. halt immer das Schöne so. Es ist auch ein interessantes Gefühl in solchen Häusern, ob man durch eine Zeit, durch Zeit reist, Ja. wenn die Location noch 60er, 80er Jahre ist. Genau. Ja, da gibt es auch so ein altes Hotel, wo ich jetzt vor kurzem war. Das war halt wirklich die eine Hälfte vom Hotel, war halt wirklich noch in einem richtig guten Zustand. Die Zimmer teilweise auch noch eingeräumt. Und dann gab es auf der anderen Seite vom Hotel noch wirklich richtig krassen natürlichen Verfall, wo das Wasser vom Dach bis ins Erdgeschoss wirklich sich den Weg schon gebahnt hat und überall schon der Grünspan an den Wänden und Schimmel und was weiß ich. Aber gerade sowas, das ergibt halt immer ein klasse Bild, wenn man irgendwie Fotos macht oder so. Sowas Ja. fasziniert mich halt immer an dem Hobby, wenn man sowas sieht.
Hast du dich schon mal so richtig erschrocken bei solchen Objekten? Ja, gerade am Anfang, wo ich alleine unterwegs war, gab es eine lustige Sache. Da war ich nachts in einem alten Krankenhaus gewesen, auch mit, ich weiß nicht wie viele Stockwerke, ich glaube so 10 Stockwerke vielleicht. Und ich war so ungefähr auf der Hälfte des Hauses und ich wollte gerade wieder ins Treppenhaus, war mit der Etage gerade fertig, wollte wieder eine weiter hoch und dort gucken. Und auf jeden Fall hat es ganz weit oben auf einmal ein paar Mal geknallt, richtig. Also wirklich ganz oft. Und ich dachte, ne, hä, wo kommt das denn jetzt her? Und dann irgendwann bin ich dann halt runter, habe erst noch mal kurz gehört, aber es war auch keiner mehr dann da. Oder ich habe halt nichts mehr gehört. Dann bin ich aus dem Haus raus und habe dann auch irgendwie Taschenlampen noch oben gesehen, ganz oben in der letzten Etage. War wohl auch irgendwer drinne gewesen. Und wenn man halt nachts alleine ist, ne, da kann man sich schon gut erschrecken. Es Du war halt wirklich warst nachts um, allein unterwegs. ja genau, das war um 1:30 gewesen. Ich war irgendwie gerade auf dem Heimweg von einem Kollegen und ja, dachte ich mir, ich gucke jetzt nochmal schnell, weil ich das noch auf der Karte hatte. Und zwar nur um 5 Minuten Umweg, ne? Deswegen. Wir befinden uns gerade an einem solcher Plätze. Ja. Wir filmen mal hier ein bisschen. Jawohl. Du warst hier schon mal. Genau, ich habe auch hier ein Video gemacht. Gibt es auch bei mir auf dem Kanal zu sehen. Wie heißt das Video von diesem Objekt auf deinem Kanal? Die Villa des Bäckermeisters. Ach nee, die kommt sogar jetzt erst noch. Also dieses Wochenende kommt das Video noch am Sonntag. Aha. Das heißt, jetzt habe ich Teil deines Contents bei mir. Quasi, aber das ist kein Problem, gerne. Okay, Kannst du danke. gerne zeigen. Ist ja auch interessant mal vielleicht für deinen Kanal, für die Leute, dass man sowas auch mal sieht. Ne? Also ich finde das schön, auch mal sowas zu zeigen. Und ja. Dann sag ich mal, Alex, bist du jetzt unser Reiseführer? Ja, dann führe ich euch mal ein bisschen rum. Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt in solche Orte reinkommt, wir sind ja jetzt eben gerade durch den Keller gekommen, da kommt man jetzt erstmal hier in so ein altes Wohnzimmer rein. Und wenn man jetzt hier drüben schon mal schaut, wie das Licht dann noch schön reinleuchtet und alles, das ist halt wirklich echt mega faszinierend. Und da drüben, dieser Schrank ist auch noch komplett eingeräumt. Noch eine schöne Uhr an der Wand. Und ja, man kann halt auch sehen, dort drüben sind noch so ein paar Ränder an der Tapete. Da stand noch mal wahrscheinlich irgendein schöner großer Schrank. Da wird wahrscheinlich die Familie auch hier einiges dann schon ausgeräumt haben. Und gerade auch sowas wie in der Küche. Ja, genau. Das ist natürlich auch immer richtig interessant. Noch so, wie die Leute das damals reingestellt haben, ne? Ja. Wie so eine kleine Zeitreise. Weißt du, was mit Familie von diesem Haus passiert ist, wo die sind? Leider weiß ich das nicht, weil das ja, wie gesagt, das war hier ein Zufallsfund gewesen und ich habe davon auch noch nichts gehört vorher. Ja. Geht das nicht auch? Können wir mal gucken, aber ich habe es nicht probiert. Ne. Ziemlich eingerostet. Bestimmt Goldschatz drin. Wer weiß. Ja, man weiß nicht, man weiß echt nicht, was hier einen erwartet in solchen Häusern. Ist aber sehr fest. Ja. Ja, und dann, wie gesagt, haben wir hier drüben in der Küche so eine schöne alte Einrichtung dann halt noch. Dieses alte Sofa und der Tisch, das ist halt alles noch aus so einem Massivholz, richtig. Das hat alles noch Qualität, das ist nicht so wie heute Ikea. Ja, das stimmt. Ja, und das ist natürlich auch immer wieder mal ein Punkt, ne? Dieser Schimmel hier sieht man das auch in dem Haus. Das kommt Ja. schon richtig krass hier durch. Normalerweise sollte man auch immer also eine Maske tragen. Das ist eigentlich besser, wenn man auch Was Masken denn? trägt. Spinne. Spinne wo? Guck mal, wie lustig ist das Fenster da. Aha, oh ja. Ah, da. Bewohner. Ja, die ist nicht klein. Also, wenn das mit meinem Finger vergleicht, ist das schon groß.
Aber auch ein Waschbär habe ich auch schon. Der hat mich auch schon einmal fast angegriffen. Waschbär? Ja. Schon mehrmals habe ich einen gesehen im Lost Place. Die halten sich hier gerne auf. Aber die Schubladen, die sind ja sehr Ja, wer weiß, wie lange die nicht eingeklebt, aufgemacht oder? wurden. Das würde mich auch mal Das ist viel interessieren, Butter, ne? ja. Das alte Geschirr oder so, man kann nichts sehen, leider. Geht nicht mehr auf, richtig. Das klingt. Wie schätzt du, wie oft war hier schon einer drinne? Also hier, das sieht wirklich nur danach aus, als ob hier die Familie größtenteils, weil ich habe ja schon gesagt, der Schrank hier drüben ist weg. Oh, eine Also, Maus hier. Tote Maus. ja, sowas natürlich auch, ne? Wie gesagt, viele Tiere immer. Ja. Und ja, ich denke mal, dass noch nicht so viele Leute hier gewesen sind, weil hier ist nur der Schrank weg. Ein paar Bilder wurden an der Wand auch weggemacht. Man sieht ja immer diese Umrisse. Und ja, meistens wird eh immer, wenn solche Orte bekannt sind, alles rausgeklaut. Aber das sieht noch ziemlich danach aus, als ob da wirklich nur die Familie hier die Reste noch rausgeholt hat. Und Irgendwann wird das vielleicht sogar abgerissen, dann wird ja alles verschrottet. Ne? ja. Ist ja auch schade drum. Es gibt teilweise Na, hier siehst du auch schön sehr Massivholz gute wieder. Sachen. Oder was auch richtig interessant ist. Hier drüben gibt es auch noch mal oben ein Ölgemälde zum Beispiel im Flur. Das ist auch, also ist auf jeden Fall ein echtes. Solche Sachen sind natürlich auch mal richtig schön, wenn man sowas findet. Und dann mit diesen Spinnenweben noch da dran. Das sind Ja. halt, das ist dieser besondere Charme halt, was so ein Lost Place immer hat, finde ich. Ja, wollen wir ein bisschen durch die Zimmer gehen? Hier drüben kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Da müssten wir jetzt einmal oben lang. Da kommen wir dann in den anderen Teil vom Ah, Haus, okay. weil da ist irgendwie die Türe zu. Ja, hier noch ein altes Gästebad hier drinne. Sieht halt auch noch alles relativ gut aus. Und meistens sind diese Räume auch immer zerstört, wenn hier schon irgendwelche Randalen drin waren. Bild sieht sehr schön aus. Ja. Also wirklich, Bücherregal. das sind alles diese ganzen Details hier, zum Beispiel dieses Bücherregal oder Spiegel auch noch. Also es gibt wirklich hier echt einiges zu sehen. Guck mal, was für ein altes Buch. Oh, Alter, ein altes Fotobuch. Das habe ich gar nicht gesehen letztes Mal. Guck mal, das ist bestimmt die Familie hier früher. Die haben noch richtig hier diese Zylinder auf und so. Das ist ja geil. Hier. Ja. Vielleicht kann man da auch ein Alter hinten drauf sehen, oder? Nee. Boah, aus dem Krieg hier. Das ist Erster Weltkrieg, glaube ich, ne? Müsste. Heftig. Das ist ja krass. Hab ich gar nicht gesehen letztes Mal. Ja, sowas zum Beispiel, ne? Das ist ja, man sich das anguckt. Mega interessant auf jeden Fall. Ja. Die Kleider, guck mal. Die haben garantiert, haben auch irgendwelche von den Leuten hier mal in dem Haus drinne gewohnt. Das ist ja auch schon richtig alt. Vielleicht auch deren Kinder Ja. oder Enkel. Guck mal. Sehr schönes Foto. 1906. Über 100 Jahre alt ist dieses Teil. Heftig. Einfach heftig. Boah, hier ist sogar irgendwas geschrieben. Ich will mal gucken, ob ich das lesen kann. Hier steht Grüße oder Gruß.
Karl. Früher schrieb man noch Fräulein hier. Fräulein, ja. Guck mal, das ist alles so schön eingebaut. Ja, das ist echt. Das hatte ich mir letztes Mal mal angucken müssen. Das wäre noch gut fürs Video, aber du hast es ja drin. Sehr schön. Ja. Und hier passend zu dem alten Fotoalbum. Wahrscheinlich haben hier in diesem Bett auch die Leute mal drinnen geschlafen, ne? Also vom Alter her würde das passen. Kannst du schon rausgucken hier oben. Ja, wenn das alles hier einfällt, die reißen doch hier alles ab. Also aufbauen kann man hier nichts mehr. Wir gucken jetzt dieses Spinnennetz an. Hier komplett. Wenn man überlegt, dass das Haus vielleicht, ich weiß nicht, schon Du 100, hast doch 100 Jahre alt ist, ne? vorhin dieses Buch hier, ne? Ach so, hier liegt es ja. Warte, ich gucke noch Dann mal. ziemlich gut gelebt damals. Guck mal die Waschbecken an, wie hochwertig die sind. Ja. 1973 hier. Ja. 1973. Ja, und hier hat man halt auch so richtige Schmuckstücke, die man manchmal findet. Hier drüben gibt es nur so eine Nähmaschine hier. Aber manchmal hat man auch welche, wo du richtig hier an der Seite, weißt du, wo du noch Kurbeln so kannst, drehst ja. und oder vom mit dem Fuß und sowas. Max, kannst du bitte auch Handy anmachen? Film? Nein, wegen Dings. Licht? Ja. Hier noch mit Kassettenspieler. Ah, nee, das sind Knöpfe. Hier ist so ein alter Arbeitsbereich, ne? So einen Schreibtischstuhl hätte ich auch gerne. Ja. Das hier, ach so, das ist eine alte Schublade. Da könnte man sich auch so denken, dann hat er hier vielleicht früher so seinen Tisch gehabt, hat vielleicht noch was gemalt oder so nach Feierabend, wer weiß, ne? Ja, so, ah nee, das hier. Aber ich Ein zeige euch anderes jetzt Teil. noch, ich zeig euch jetzt noch unten, da gibt es noch eine Backstube sogar. Und wie gesagt, dieser Meisterbrief, der hängt da auch noch. Vielleicht finden wir hier noch Mein Kampf, das Buch. Ja, ich meine, das war eben das einzige Bücherregal, was es gab. So, da waren wir schon. Guck mal die Tür, wie die aussieht. Ja, es blättert schon alles runter. Oh ja. Die ganzen Tapeten, die gehen ab. Ja, auch ein richtig heftiges Bild hier in der Ecke. Da bricht bestimmt auch bald die ganze Wand hier zusammen auf der Seite. Heftig. Das ist sehr einsturzgefährdet, denke ich mal. Ja, man sieht auch überall Schwarzschimmer. Also normalerweise ist hier immer, alle, die das gucken, immer am besten eine Maske aufziehen, gerade in solchen Häusern, ne? Ja. Aber sieht echt klasse aus mit diesem Stoff, den haben sie hier an dem Schrank, da oben noch und hier hinter dem Bett. Ah, stimmt, ja. Das ist echt klasse gemacht. Bisschen kitschig halt, ne? Oder hier diese Badewanne ist auch richtig geil.
Deo von früher. Rote Farbe hat der, und Tabak darf auch in keinem Männerhaushalt fehlen. Das ist Parfüm? Ja, das ist Parfüm, gibt es heute auch noch. Das ist bestimmt auch schon älter. Das ist D-Mark, steht, glaube ich, Preis noch drauf hinten. Ne? Ja, Kaufhof. da steht D-Mark noch oben. Oh, riecht aber noch. Ja. Ja. Komm. Warte, warte. Ja, Ich tatsächlich, will jetzt das wieder aber ist es. nicht mehr unter den Achseln schmieren. Nee, nee. Ah, nee, das ist D-Mark noch hier. Jetzt kommen wir in den Flur. Hier unten müssen wir gleich ein bisschen aufpassen, wenn wir runtergehen wollen, weil du siehst schon diese Tür. Hol diesen Geländer an. Ah, hier, so ein alter Fotostreifen hier. Schwer. Ich erkenne auch so kaum, was das. Pack den wieder rein. Wollen wir auf den Dachboden auch gucken, aber da ist halt größtenteils nur so Gerümpel, ne? Ich würde sagen, das ist ein bisschen gefährlich, schätze ich mal, nach oben drauf zu gehen. Ja, guck mal hier den Boden, der senkt sich auch schön ab hier unten. Also wirklich, wenn aufpassen, ne? Kennst du die alte Kontinentalfabrik in Hannover? Nee. Wir waren da schon mal und da gibt es Ah, schon diese, doch, doch, doch. Ja, ich sogar musste schon gerade jemand überlegen. verunglückt, sogar einige. Echt? Ja, unten brennen Kerzen, Aber es ist Lichter. auch in, hier bei mir auf der Ecke gibt es ja auch so eine alte Fabrik, da ist auch schon viel passiert. Aber wie gesagt, das ist nur so ein alter Heuboden hier. Da sieht man noch so einen Überrest hier von so einem Schrank. Vielleicht stand der auch mal unten, dieser Schrank. Heftige Location, ey. Überall Spinnen, Netze. Hier, Kontoauszüge, ganze Kiste. Ja. Na, 1400, weiß ich nicht, D-Mark oder Euro, was ist das? 13.093er D-Mark. Volksbank. Sehr geordnet. Das Ganze scheint ihn eine Firma gehabt zu haben oder sowas. Ja, wie gesagt, der war Bäcker Ah ja, gewesen. genau, Unten genau, hast du ja ist ja noch die gesagt. Backstube. Ja. Die ist auch noch am Start. Ich würde sagen, wir beenden das Filmen jetzt in diesem Objekt, oder? Filmen gleich später noch ein Stück von außen. Ja. Also, oder willst du die Backstube noch sehen? Ah ja, komm. Ja, da ist noch Meisterbrief unten an der Wand. Ich wollte noch ein paar Fotos machen und ich dachte, falls ich. Okay, geh gleich Wie noch einmal hoch, komm. du willst. Weil der Flur ist richtig schön auch noch unten. Wir Ja. sind ja jetzt in der ersten Etage, ne? Deswegen. Ja, am besten unten so drüber. Eigentlich hätten wir Handschuhe anziehen sollen, ne? Theoretisch ja. Weil hier sind auch viele Mäuse. Das ist ganz schön. Scheiße. Gut, den lass hier an. Aber das ist halt, ne? Wie gesagt, das ist das, was mich immer an dem Hobby fasziniert, und diese alten Sachen hier. Wenn man sowas findet. Ja.
Hier ist noch die alte Küche, die ist ein bisschen rumpelig. Hat Katze gehabt, ne? Ja. Ja, und hier drüben ist wie gesagt die Backstube. Und da hinten hängt auch noch der Meisterbrief an der Wand. Ah ja. Alter Arbeitsbereich hier. Ja. Das war der kleine Dorfbäcker hier. Hier altes Rollstuhl. Ich schätze, gehörte den auch, ne? Ja, ja. Die waren bestimmt, war dann eine Frau oder Mann dann krank gegen Ende. Also gehe ich von aus, ne? Und sonst irgendwie hast du schon mal vielleicht mit Nachbarn gesprochen über dieses Haus, irgendwas gehört? Nee, es gibt ja, also es gibt hier ja keine Leute, die groß drumherum wohnen, die Straße weiter hoch. Aber das Ding ist auch, wenn man die Leute anspricht, dann kann man auch meistens vergessen, dann hier reinzugehen. Die werden einen auch dann immer sagen, ja, es ist halt nicht erlaubt oder probieren halt einen davon abzuhalten. Ne? Mhm. Ja, ich würde sagen, wir beenden den ersten Part. Das zweite Video machen wir dann, wir machen zwei Teile draus. Also das nächste Video wird dann... Alles klar. Er wird dann ein paar Tage später hochgeladen, Leute. Oder ein, zwei Tage später. Danke erstmal. Ich danke dir auch. Schön dabei zu sein. Fahren wir mal weiter. Genau.